Laut Wikipedia handelt es sich bei der Astronomie oder Sternenkunde um die Wissenschaft von den Gestirnen. Sie erforscht mit naturwissenschaftlichen Mitteln die Positionen, Bewegungen und Eigenschaften der Objekte im Universum, also der Himmelskörper, der interstellaren Materie und der im Weltall auftretenden Strahlung. Darüber hinaus strebt sie nach einem Verständnis des Universums als Ganzes, seiner Entstehung und seines Aufbaus. Die Astrologie ist, Zitat ebenfalls Wikipedia, eine Pseudowissenschaft, die Zusammenhänge zwischen astronomischen Ereignissen bzw. Gestirnskonstellationen und irdischen Vorgängen zu deuten versucht. So wie bei der Astronomie sind auch beim Naturrecht noch nicht alle Fragen beantwortet. Aber es ist der Versuch, mit naturwissenschaftlichen Mitteln das Thema Recht zu erforschen. Der Rechtspositivist hat, genauso wie der Astrologe, seine Mechanismen, Sprüche und Legaldefinitionen, also fachspezifische eigene Definitionen, die mit den wahren Definitionen nichts zu tun haben. Und so wie bei Astrologen ist das Ergebnis rechtswissenschaftlicher Arbeit hochesoterisch. Und sagen wir es direkt, pseudowissenschaftlich. Recht ist das, was daraus kommt, nicht, sondern das Ergebnis einer Formel. Danke für deine Zeit.